meisten draußen, aber ich habe ein paar kurze Worte an euch zu richten. Euer Lärm ist gut, euer Lärm ist wichtig und wir wollen den ja so lange weiterführen, bis wir unser Ziel erreicht haben. Dazu gehört es aber auch, dass wir die Sicherheitsauflagen erfüllen. Und ich möchte deshalb euch heute bitten, die zwei Fahnenträgerinnen, die vorangehen, wenn die die Fahnen heben und sich mit dem Gesicht zu euch drehen, seid bitte still, sonst können wir aus dem Terminal herausfliegen. Das gehört zu unseren Auflagen. Also rechnet damit, dass irgendwann eine Sicherheitsdurchsage kommt und achtet auf die Fahnenträgerinnen. Und ihr dreht euch am besten dann auch um, damit wir uns alle sehen. Ja. Ansonsten jetzt übergebe ich dann der WE Sachsenhausen. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ich bin der Knut Dörfel und ich darf euch für die Bürgerinitiative Sachsenhausen, die heute die Verantwortung für die Durchführung übernommen hat, herzlich begrüßen. Wir sind wach. Wir sind wach ist unser Motto heute und damit ist nicht nur der schlimme Zustand gemeint, dass die neue Landebahn uns allen den Schlaf raubt, sondern das heißt auch, dass wir hellwach und aktiv sind und bleiben werden und uns nie, nie mehr werden überrumpeln, täuschen, austricksen lassen, mit leeren Versprechungen beschwichtigen lassen. Wir bleiben wach und wir werden alles tun, um diejenigen aufzuwecken, die sich in der aktuellen Situation, die für uns unerträglich ist, zur Ruhe setzen wollen und abwarten wollen, dass mit der Zeit wieder Ruhe einkehrt. Um dieses Zeichen symbolisch auch jetzt fortzuführen, haben wir euch gebeten, einen Wecker mitzubringen. Und wir machen jetzt gemeinsam einen Weckruf in 30 Sekunden. Es gibt einen Countdown, also bringt euch in Position. Das mit dem Andenken abzählen. Jetzt sind es noch 15 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2 Minuten und 9 Sekunden, aber das haben Sie natürlich jetzt wieder zunichte gemacht. Vielen, vielen Dank, freut mich. Also mein Name ist Rüdiger Gottschalk. Ich spreche stellvertretend für die Bürgerinitiative Sachsenhausen. Gerne hätte ich heute persönlich mit unserem noch Wirtschaftsminister Dieter Posch hier gesprochen. Aber er ist meiner Einladung leider nicht gefolgt. Herr Posch, es ist sehr schade. Herr Posch, es ist wirklich sehr schade, dass Sie heute nicht hier sind. Sie hätten viele besorgte Bürger, Frauen und Männer, alt und jung, aus Sachsenhausen, Niederrad, Nauheim, Gelnhausen, Steinheim, Main-Kinzig-Kreis, Niederrad, Neu-Isenburg, aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet, aus Hessen und Rheinland-Pfalz, aus unserer aller Heimat betroffen, die aktiv an der Anhörung zur Planfeststellung teilnehmen möchten. Wir sind besorgt und wütend, dass Sie unseren Rat und unsere Kompetenz nicht respektieren wollen. Herr Posch, lassen Sie ab von dieser Trickserei. Herr Posch, wir wollen ein sauberes Verfahren, wie es sich aus der Urteilsbegründung Ihrer Niederlage vor dem Leipziger Gericht ergibt. Wir sind wach. Herr Posch, mit uns und nicht gegen uns. Für ein striktes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr. Deckelung der Flugbewegungen bei 380.000 pro Jahr und Schließung der Nordbahn. Stellen Sie sich Ihrer Verantwortung. Tun Sie Ihren Job und hören Sie endlich auf mit Ihrer Trickserei. Seien Sie ein verantwortungsvoller Politiker, der unseren Kindern und Enkeln eine gute und gesunde Heimat hinterlässt. An die vielen Mitarbeiter der Fraport. Wir sind für den nachhaltigen Erhalt der Arbeitsplätze am Frankfurter Flughafen. Aber nur, und Herr Posch, jetzt hören Sie genau zu, aber nur im Einklang mit unserer Gesundheit, unserem Wohlbefinden und dem Erhalt unserer Heimat. Seien Sie kein Frosch, nehmen Sie uns ernst. Wir sind wach und noch lange nicht am Ende. Yeah! Für ein striktes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr. Bei 380.000 pro Jahr. Und Schließung der Nordbahn.